Nicht wählen geht gar nicht und schon gar nicht sich öffentlich dazu zu bekennen. Und das in einer Zeit, wo allerorten die Politikverdrossenheit beklagt wird und wir gebetsmühlenartig Appelle hören wie Wählen sei Bürgerpflicht und wichtig für die Demokratie. Aber wie ist es um den Zustand der Demokratie in Deutschland bestellt? Leben wir vielleicht schon in einer Postdemokratie? Einer, der die Ironie der postdemokratischen Ära beschreibt und öffentlich bekennt, ich gehe diesmal nicht zur Wahl, ist der Sozialpsychologe Harald Welzer. Und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Guten Tag. Wie waren denn die Reaktionen auf Ihr Bekenntnis im Spiegel, wo Sie geschrieben haben, warum Sie nicht wählen gehen? Also die waren erstaunlich, und zwar waren die gewissermaßen privaten Reaktionen, also die dann per E-Mail kommen, und auch die Leserbriefe im Spiegel, weit, weit überwiegend total zustimmend. Ich hatte gedacht, ich krieg richtig Ärger und Stress, aber es gab erstaunlich viele Leute, die also ihre Zustimmung geäußert haben. Die Reaktionen in den Medien waren dann eher gemischt. Also entweder stark dagegen aus der Abteilung Wählen ist Bürgerpflicht oder, sagen wir, verhalten zustimmend, aber irgendwie muss man trotzdem wählen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war ich eher überrascht über die Zustimmung. Sie haben ja, seit Sie wählen dürfen, immer gewählt, beschreiben Sie, und haben aber den Wahlakt andererseits als masochistisches Exerzitium beschrieben. Wieso denn das? Naja, also weil natürlich das Wählen eines Kandidaten oder einer Partei sicherlich nur so selten so ausfällt, dass man sagt, da stehe ich jetzt hundertprozentig dahinter. Und diese, sagen wir mal, Kompromisshaltung, die da immer schon drinsteckt, die hat sich für mich über die Jahrzehnte hinweg eigentlich immer weiter dahin verschoben, dass das sozusagen der Übelcharakter an dem Ganzen und dass man es eigentlich nicht will, immer deutlicher geworden ist. Also sozusagen aus einer verhaltenen Zustimmung wurde dann am Ende so etwas wie ein, also dass man sich schon zwingen muss, das Kreuzchen dort zu machen, was einfach signalisiert, dass das, was dort inhaltlich vertreten wird und zum Teil natürlich auch durch die Persönlichkeiten verkörpert wird, die dort zur Wahl stehen, dann einfach für mich eher wirklich problematisch geworden ist. Sie schreiben das so als Zähneknirschen und als repressive Toleranz. Was meinen Sie denn damit? Naja, repressive Toleranz ist ein alter Ausdruck von Herbert Marcuse, und der bezieht sich darauf, dass man sagt, wenn man Dinge gewissermaßen geschehen lässt, dann toleriert man sie auch. Ja? Und wenn diese Dinge, die dort geschehen, eigentlich negative Folgen haben, man toleriert sie trotzdem, dann verhält man sich als tolerierender repressiv. Also man stimmt gewissermaßen dem Falschen zu. Und in der Tat ist ja das Gefühl, was ich habe, wenn ich mein Kreuzchen mache, weil meine Argumentation ja nicht ein schlichtes Politiker-Bashing oder sowas ist, sondern mein Problem darin besteht, dass die Parteien, die zur Wahl stehen und die Chance haben, die 5%-Hürde zu überspringen, alle Zukunftsprobleme munter ignorieren und darauf nicht eingehen. Das halte ich ehrlich gesagt für nicht mehr zeitgemäß angesichts dessen, dass der Stress, der auf Gesellschaften unseres Typs einwirkt, kontinuierlich größer wird. Sie beschreiben, dass eine strukturelle Revolution stattgefunden hat zum Primat der Ökonomie. Was meinen Sie denn damit? Naja, das ist eigentlich ja ganz einfach. Da muss man ja nur die Zeit seit der sogenannten Eurokrise und Finanzkrise sich betrachten, weil seither europäische Politik gewissermaßen immer unter der Voraussetzung der Rettung und der Sanierung der Haushalte steht. Was dabei passiert ist, ist ein Verarmungsprozess in vielen europäischen Ländern und eine Entmächtigung staatlicher Politik. Also das ist etwas, was man mit Händen greifen kann. In diesem Prozess sind ja auch viele eigentlich gesetzte parlamentarische Verfahren ausgehebelt worden, umgangen worden. Es sind nicht legitimierte Institutionen wie die berühmte Troika geschaffen worden, etc. etc. Also das ist sozusagen mit Händen zu greifen. Ein anderer Aspekt ist eine Machtkonzentration auf der ökonomischen Ebene, wo wir einfach sehen können, dass mittlerweile multinationale Unternehmen so viel Macht auf sich vereinigen, und das sind recht wenige, das sind ungefähr 150 im globalen Maßstab, dass sie in der Lage sind, ganze Volkswirtschaften mühelos zu ruinieren und damit Politik zu bestimmen. Und das ist Primat der Ökonomie, und das ist in der Demokratie eigentlich nicht vorgesehen. Sie unterstellen damit, dass Politik, also die Wirkung von Finanzkrise, Staatsverschuldung, Klimawandel, Ressourcenkonkurrenz,
Konkurrenz, Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe und die multipolare Weltordnung also gar nicht mehr steuern können und eigentlich auf eine Art hilflos sind? Ja und nein. Ich würde nicht fatalistisch sein und sagen, das kann man nicht steuern. Ich würde nur sagen, es muss dann gesteuert werden. Und das ist dann in der Tat nur möglich, wenn man kein Primat bei der Ökonomie setzt, sondern wenn man ein Primat bei der Politik setzt. Und beispielsweise sagt, bestimmte Handlungsweisen von international operierenden Unternehmen, die tolerieren wir nicht. Also die berühmte Steuervermeidung, die Unternehmen wie Amazon und andere mit großer Kunstfertigkeit betreiben. Warum soll man das tolerieren? Das ist überhaupt nicht einzusehen, genauso wie die Kooperationen zwischen Privatunternehmen dieser Art und staatlichen Überwachungsbehörden und so etwas, ja. Und sich da hinzustellen und zu sagen, das ist alles ein bisschen kompliziert und nationale Alleingänge sind da nicht möglich, ist im Grunde genommen eine freiwillige Entmächtigung und das Überlassen von Handlungsmöglichkeiten an solche Akteure. Und das ist demokratiefeindlich und damit habe ich ein riesiges Problem. Sie beschreiben ja sogar die Postdemokratie und die Ironie und damit auch die Glaubwürdigkeit von Politik. Also Sie machen es ja am Beispiel des Kanzlerkandidaten der SPD fest, der noch in der Großen Koalition die Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsmarktreformen und deren Folgen gelobt hat und sie jetzt eben bejammert. Und andererseits beschreiben Sie die eigentümliche Verdrehung der symbolischen Position, dass in Rot-Grün die Agenda 2010 beschlossen hat, Deregulierung, Privatisierung und Steuersenkung. Und jetzt kann man in den Wahlprogrammen fast das Gegenteil lesen. Ja. Es ist bemerkenswert, finde ich. Ich meine, das SPD-Problem geht natürlich darauf zurück, dass sie halt jetzt jemanden als Kanzlerkandidaten gekürt haben, der für eine andere Politik steht. Über so eine andere Politik kann man ja diskutieren, das ist in der Demokratie möglich. Nur gewissermaßen das Identitätsproblem, was damit über die Partei und auch ihren Kandidaten gekommen ist, das ist ja gewissermaßen täglich fühlbar. Das ist gewissermaßen eine unglückliche Entscheidung, die dort getroffen worden ist. Aber spannender ist in der Tat der Punkt, den Sie auch ansprechen, dass man jetzt unter Rot-Grün exakt eine Politik favorisiert und auch durchgesetzt hat, inklusive Senkung der Spitzensteuersätze, Steuererleichterungen für Unternehmen etc. etc., die man jetzt verbal bekämpft. Ja, und das ist natürlich ein klein wenig fragwürdig, das zu tun, genauso wie die Grünen sich da irgendwie als finanzpolitische Experten neu gerieren. Übrigens ganz im Gegensatz zu dem, was ihre Basisbefragung eigentlich für den Wahlkampf nahegelegt hätte, thematisch. Und Sie sagen tatsächlich, wir sind in einer Postdemokratie. Das ist ja aber auf jeden Fall eine fatale Diagnose, dass wir nicht mehr in einer Demokratie leben. Nö, so weit würde ich nicht gehen. Also dieser Begriff der Postdemokratie, der kommt von Colin Crouch, britischer Politikwissenschaftler, und der beschreibt bestimmte Aspekte der Entwicklung demokratischer Gesellschaften hin zu postdemokratischen Strukturen, also die nach der Demokratie kommen. Und zum Beispiel ist das Wesentliche, was Crouch rausarbeitet, und das würde ich teilen, dass wir im Grunde genommen eine sehr starke Entpolitisierung erlebt haben in den letzten 20 Jahren, und eine Überantwortung des Politischen an sogenannte Experten ernannte und selbsternannte und an unheilvolle Koalitionen zwischen Politik und Lobbys. Ja, und das hat etwas damit zu tun, dass dann die Bürgergesellschaft sehr stark in den Hintergrund tritt. Zum Teil hat sie sich das selber zuzuschreiben, weil man auf das eigentliche bürgerliche Mandat zu intervenieren, sich politisch zu artikulieren, sich zu engagieren, verzichtet und das Feld den Politikern überlässt und eben den Lobbyisten. Und daraus entsteht so etwas wie eine Politikerpolitik. Aber Politikerpolitik ist für Demokratien ungeeignet, weil da sind ja eigentlich die Bürgerinnen und Bürger die politischen Akteure. Nun würde man immer Leuten, die nicht wählen gehen, unterstellen, dass sie unpolitisch sind oder nicht interessiert sind. Sie machen das als bewussten Akt und wollen auch darüber reden und sagen, nicht zu wählen ist ein Akt der Aufkündigung eines Einverständnisses mit der Politik der Parteien. Die Debatte, hat die erst gerade angefangen in der Richtung, kann die was bringen? Interessiert das Politikerinnen und Politiker überhaupt? Ja, also das interessiert sie schon.
Also und zwar hat es sie auch zu interessieren, weil natürlich das, was die Politikerinnen und Politiker gerne verbreiten, dass es sich bei den Nichtwählern und dem Nichtwählertum um ein Unterschichtenphänomen handelt. Also die Abgehängten, die sowieso sich für die öffentlichen Angelegenheiten nicht interessieren, das ist ja unzutreffend. Das ist durch viele neuere Untersuchungen widerlegt. Natürlich gibt es so einen Sockel der Nichtwählerschaft einfach bei Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht dafür interessieren. Okay, 20% oder sowas. Aber diejenigen, die in Anführungsstrichen Politik verdrossen sind, sind eigentlich diejenigen, die so sehr an Politik interessiert sind, dass sie sich eigentlich nicht hinreichend artikulieren, indem sie nur ein Kreuzchen machen. Ja, sondern die fühlen sich eigentlich so verantwortlich für die öffentlichen Angelegenheiten, dass sie sich Gedanken darüber machen, ob es überhaupt Sinn macht, dieses Kreuzchen zu machen oder ob es nicht mehr Sinn macht, sich in dieser Weise öffentlich zu artikulieren, sichtbar zu machen, zu sagen, euch gebe ich die Legitimation nicht. Also das ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung, die dort entstanden ist. Also nicht wählen ist überhaupt nicht identisch mit nicht an Politik interessiert sein, genauso wenig wie Politikverdrossenheit identisch ist mit nicht an Politik interessiert sein. Und die Briefe, die E-Mails, die ich bekommen habe, sprechen exakt auch diese Sprache. Wir sind in der Debatte drin und es gab ja interessante Reaktionen für tunistische, auch in der Politik. Sie werden häufig zu Interviews eingeladen. Die Debatte ist also, würde ich sagen, gerade mal losgetreten. Viele Menschen interessieren sich, haben das diffuse Gefühl, es stimmt irgendwas nicht in unserer Gesellschaft, aber sie wissen nicht so richtig, wogegen oder wofür sie sein könnten. Ist das heutzutage schwerer geworden, für oder gegen was zu sein? Ja, ganz deutlich. Und ich glaube, es ist schon von daher schwieriger geworden, weil dieses Gesellschaftsmodell, was über die ganzen Jahrzehnte der Nachkriegszeit auf unterschiedliche Art und Weise Ost und West funktioniert hat und Orientierung getragen hat, heute in dem Sinne nicht mehr funktioniert, dass Menschen nicht glauben, dass es tatsächlich so weitergeht. Also früher war Zukunft immer eine Erweiterung der Möglichkeiten der Gegenwart. Heute sieht es so aus, dass das, was man von der Zukunft zu erwarten hat, immer schlechter ist als das, was man in der Gegenwart gerade noch hat. Dafür steht übrigens auch Frau Merkel, weil Frau Merkel ja eigentlich nur erfolgreich deswegen ist, weil sie Status quo gut festhält oder gut den Eindruck macht, dass sie Status quo gut festhält. Zukunft ist da ja nicht drin Politik, die sie macht und für die sie steht, aber sie ist eine gute Managerin der Gegenwart. Aber die Menschen spüren eigentlich, dass das nicht ausreicht, weil man lebt ja schon auf eine Zukunft hin und nicht nur sozusagen kreisend um einen Gegenwartspunkt. Und diese Besorgnis darüber, wie sieht die Zukunft eigentlich aus, die wird eben von den Parteien, über die wir hier sprechen, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, weil die eigentlich eine Politik wie im 20. Jahrhundert machen und die Inhalte auch so definieren. Aber auf die Problemstellungen, die neu sind, die wir aus dem 19. und 20. Jahrhundert nicht kennen, überhaupt nicht reagieren. Und das ist natürlich wirklich fatal, weil in dieser Weise kann man keine neuen Perspektiven für demokratische Gesellschaften entwickeln. Perspektiven für demokratische Gesellschaften, da ist ja die Grundlage der Debatte. Und andererseits spüre ich immer die Sehnsucht nach einer Weltanschauung, nach einer Einstellung. Bist du links, bist du antikapitalistisch, bist du Wachstumskritiker, bist du für den oder gegen den Kapitalismus? Das hat sich alles so, haben wir eben schon gesagt, so ein bisschen aufgeweicht und macht es tatsächlich schwieriger. Aber wie kann ich denn mir eine Position erarbeiten im Streit oder wie kann das gehen? Ja, also Sie haben völlig recht, die kann ich mir erstmal im Streit erarbeiten. Ich bin ja auch ganz beglückt darüber, welchen Streit dieser Essay da im Spiegel hervorgerufen hat. Also ich fühle mich jetzt gewissermaßen sogar unglaublich demokratiefördernd dadurch, dass ich das gemacht habe, weil wirklich viel darüber diskutiert wird. Und das finde ich natürlich wünschenswert. Streit gehört zu der Demokratie dazu. Die Vergegenwärtigung darüber, wo man eigentlich steht, gehört auch dazu. Aber was noch mehr dazu gehört zur Demokratie, ist eine Orientierung auf eine wünschbare Zukunft hin. Das ist das Wesen von Demokratie, weil ohne einen solchen Zukunftspunkt können wir überhaupt nicht Alternativen gegeneinander abwägen. Wenn alle Entscheidungen aus der Gegenwart heraus getroffen werden, zur Restauration, Aufrechterhaltung der Gegenwart, dann endet man wo?
dann endet man bei der berühmten Alternativlosigkeit und der antidemokratischen Behauptung, Entscheidungen seien alternativlos, weil die Situation so ist. Das heißt, man braucht eigentlich Zukunft, ja, nämlich Gedanken darüber, wie soll unsere Gesellschaft eigentlich in 20 oder 30 Jahren aussehen? Wie soll sie aussehen unter den Voraussetzungen schwindender Ressourcen und wachsender Umweltprobleme? Welche Art von Lebensstil müssen wir eigentlich favorisieren? Das sind alles zukunftsbezogene Fragestellungen und die tauchen nirgendwo auf und das macht die Leute ein bisschen mürrisch und mürbe. Und ja, mürrisch und mürbe macht es mich nicht, wenn ich so eine Diskussion höre und mich beteiligen kann. Ich hoffe, wir führen die Diskussion weiter und finden für diese wünschbare Zukunft vielleicht irgendwann mal einen Begriff, ein paar Rahmenbedingungen, dass man das Ding benennen kann. Denn da hapert es ja auch manchmal, dass man sagt, was wollen wir eigentlich? Wie heißt diese Zukunft? Wie soll die aussehen? Yeah. Das bleibt im Fluss. Genau. Herr Welzer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.